Herzlich willkommen bei den Reef Buddies, heute mit unserem Erfahrungsbericht zur Aquamai LRM LED-Leuchte. Die haben wir von der Firma Aqua United zur Verfügung gestellt bekommen und außerdem in diesem Video noch eine kleine Überraschung für euch. Wie ihr wisst, haben wir unser Reef Buddies Aquarium neu aufgesetzt. Wir hatten von Anfang an die Aquamai-Lampe im Einsatz. Unser Reef Buddies Aquarium ist 1,20 Meter breit, deswegen hatten wir von diesen Lampen zwei Stück über unserem Aquarium, also insgesamt dann vier Lampen mit jeweils 15 LEDs drin. Wir waren sehr zufrieden mit der Lampe. Wir hatten also dann insgesamt 200 Watt für unser 300 Liter Becken. Das Aquarium war sehr schön ausgeleuchtet. Die Korallen sind toll gewachsen und haben sich auch schön geöffnet. Die Lichtstimmung war auch sehr schön. Also die Lampe hat sechs verschiedene Farbkanäle, zwei Blautöne, zwei Rottöne. Man kann das sehr schön alles einstellen, dass man auch immer eine schöne Lichtstimmung hat, was ja dann auch im Zimmer, egal Wohnzimmer, Schlafzimmer, wo man halt das Aquarium stehen hat, eine schöne Lichtstimmung macht. Die Lampe ist auch, wie man schon sieht, sehr stylisch. Also wenn die über dem Aquarium hängt, sehr flach, sehr unauffällig fast. Sie ist nicht mal ganz 2 Zentimeter breit. Also sehr schlank reduziert. Und es gibt sie auch in zwei Farben, in Silber und in Schwarz. Was uns viel Spaß gemacht hat, war die Steuerung der Lampe über die App. Die App hat schon Presets für die verschiedenen Lichtstimmungen. Es gibt für LPS, für SPS gibt es schon verschiedene Voreinstellungen oder Korallenbooster mit viel Blauanteil oder wenn man Süßwasser-Aquarium hat mit viel Weißanteil, kann man schon wirklich sehr gut alles nutzen. Und was wir dann auch gemacht haben, diese Presets nehmen und selber abwandeln und neu abspeichern. Ist alles möglich mit dieser App. Wir haben das zum Beispiel genutzt dafür, die Beleuchtungszeiten zu ändern, weil wir berufstätig sind, abends heimkommen. Dadurch haben wir die Beleuchtungsdauer ein bisschen nach hinten verschoben und das konnten wir mit der App alles wunderbar einstellen. Ein weiterer Vorteil der App-Steuerung ist, dass man zugleich mit der App auch die Aquamai-Strömungspumpe steuern kann. Das heißt, man kann sagen, okay, wir gehen ab etwa 20 Uhr oder 18 Uhr, je nachdem, wann man möchte, in die Abendstimmungsphase. Das Licht ändert sich und gleichzeitig fährt man die Strömungsleistung der Pumpe runter. Und jetzt schauen wir uns die App an. Das ist jetzt die App. Wir haben sie geöffnet. Man sieht hier Aquamai KPM, Aquamai KPS. Das sind die zwei Strömungspumpen, die wir auch über die App steuern. Und hier Aquamai LRM, also die Lampe, um die es uns jetzt geht. Ich öffne das mal. Jetzt sieht man hier die einzelnen Lichteinstellungen und Presets, Color Enhancer, Coral Boost, LPS. Das sind die Voreinstellungen von Aquamai. Wir können zum Beispiel jetzt in den Coral Enhancer reingehen. Also eine Einstellung, mit der die Korallen noch schönere Farben bekommen sollen. Also wir sehen jetzt zum Beispiel, dass in dieser Einstellung sehr viel blaues Licht vorhanden ist. Hier unten die Linie 100% und hier die Linien für die blauen Lichtanteile. Und jetzt zeige ich euch noch, wie wir unsere eigenen Reef Buddies Presets angelegt haben. In der App ist hier oben rechts ein Plus, da geht man drauf. Dann kommt ein Fenster, in dem man den Namen angeben kann. Ich nenne es jetzt einfach mal Reef Buddies Test auf OK. Neues Set erstellen, dann hat man die Auswahl, ob man von einem bestehenden Set starten möchte oder ob man von null beginnen möchte. Wir gehen von einem Set beginnen drauf. Dann sind nochmal alle Sets aufgelistet. Wir nehmen jetzt als Set, das wir als Basis nehmen, den Color Enhancer. Er öffnet sich. Wir können jetzt hier einstellen, zum Beispiel, dass wir die Zeit nach hinten verschieben wollen, in der die Beleuchtungsdauer ist. Oder wir können sagen, ja okay, das war uns doch zu viel Blauanteil. Wir drücken den ein wenig runter
Oder wir gehen mit dem Rotanteil ein wenig rauf. Und dann auf das Häkchen gehen zum Speichern. Und hier fragt er dann nochmal, ob wir es, möchten Sie das Programm speichern und an das Gerät senden oder möchten Sie speichern und zur Liste der Programmsets zurückkehren? Wir machen jetzt einfach nur Speichern. Jetzt seht ihr, ist in der Liste aller Farbsets, die vorgegeben sind, auch unser Reef Buddies Test mit. Wie ihr gesehen habt, ist die App sehr einfach zu bedienen und auch für Leute, die sich da nicht so groß reinfuchsen wollen, gut zu handhaben, weil es eben diese guten Presets gibt. Die App ist verfügbar für iOS und Android-Smartphones. Unser Fazit ist, dass die Aquamai LRM wirklich viel kann. Sie hat schöne Lichtstimmungen, leuchtet das Aquarium gut aus, Korallen wachsen schön. Die App ist leicht und gut zu bedienen, bietet eben auch die Option, einfach eigene Einstellungen, Abwandlungen zu machen. Und die Lampe ist super leise. Und jetzt kommen wir zu der kleinen Überraschung, die ich versprochen habe. Denn wir verlosen diese Aquamai-Lampe in Silber. Es ist eine der LED-Lampen, die wir jetzt 3 Monate im Einsatz hatten. Und ihr müsst auch ein bisschen was dafür tun. Wir haben im Video einen kleinen Fisch versteckt. Ihr müsst rausfinden, bei welcher Minute und welcher Sekunde er auftaucht. Schreibt uns diese Zeit in die Kommentare und noch dazu, warum ihr diese Lampe haben wollt. Einsendeschluss, also sprich das Datum, bis wann der letzte Kommentar am Gewinnspiel teilnimmt, ist 17. März 2019 um 12 Uhr. Unter allen Kommentaren, die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangen sind und die richtige Uhrzeit angeben, werden wir noch am selben Tag, also am 17. März 2019, live diese Lampe verlosen. Wir wünschen euch viel Glück!